Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Wanes in der Game of Thrones Edition. Ich habe das Spiel schon auf dem Handy ein paar Mal gespielt, also die ganz normalen Wanes-Versionen. Aber jetzt gab es bei Steam für 2 Euro die Games of Thrones Edition und da musste ich einfach zuschlagen. Und wer das Spiel so gar nicht kennt, da geht es darum, dass man einfach immer Karten bekommt. Und man muss dann auswählen, wähle ich die linke Option oder wähle ich die rechte Option? Und das sieht man hier jetzt auch, das ist quasi das Tutorial gerade. Und je nachdem, was man tut, ist dann die Auswirkung in deinem Land anders. Und man muss halt einen Ausgleich schaffen von verschiedenen Interessen, sodass jeder glücklich ist. So, und es geht los. Daenerys Sturmtochter aus dem Haus Targaryen, Mutter der Drachen, der eiserne Thron ist euer. So, wenden wir uns ab oder nehmen wir Platz? Ich mag Daenerys, deswegen nehmen wir natürlich Platz. Ja. Na guck, und da ist ein Tyrion und er sagt, ach, das würde ich nicht tun. Er ist furchtbar pieksig, falls euch nach etwas weniger Kühnem ist, der kleine Rat beginnt. So, gehen wir mit in den Rat oder muss ich erst nach Drogon sehen? Ich gucke erstmal nach Drogon. Ich weiß gar nicht, wer. Sind wir Daenerys? Wir sind Daenerys oder was? Okay, dann gucken wir natürlich erstmal nach unserem Drachen. Ich werde jetzt. Ich weiß nicht, wie sehr ich auf GOT eingehen will, weil ich weiß nicht, wie weit ihr da geguckt habt und so. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel irgendwie was spoilert. Ich glaube aber eher nicht. Naja. Drogon liegt auf jeden Fall zusammengerollt in der Drachengrube nach dem Kampf mit seinem Bruder. Viserion schläft er ruhig und tief. Das ist schön. Wollen wir ihn aufwecken oder wollen wir leise weggehen? Komm, wir gucken, ob es ihm gut geht. Drogon, wie geht's dir? Er regt sich nicht. Nicht einmal für euch. Was? Ich bin deine Mutter. Oh, willkommen, euer Gnaden, zum ersten Rat eurer Herrschaft. Wir sind hier, um euch zu beraten. Solltet ihr uns brauchen? Ach, das ist doch langweilig. Ich brauche keinen Rat. Rylon, gehen Sie weg. So, und jetzt seht ihr da oben nämlich verschiedene Sachen. Links, okay, ich kenne die nicht, die sind anders als auf dem Handy. Links ist auf jeden Fall Kriegstreiberei. Daneben, keine Ahnung. Das zweite von rechts ist, wie es deinen Leuten in deinem Land geht. Und ganz rechts ist dann wahrscheinlich das Geld. Kann ich mir vorstellen, weil der gerade von Geld redet. Das Ziel des Spiels ist es auf jeden Fall, dass nix von den 4 Interessen zu hoch oder zu niedrig ist. Wenn eine Sache davon zu hoch oder zu niedrig ist, dann hat man verloren. Und ist eigentlich immer ganz witzig. Also ich spiele das auf dem Handy auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne. So, Winterfell bittet um mehr Geld. Sie klagen weiter über ihre Verluste im Krieg der 5 Könige. So, wir können ihnen jetzt Geld geben oder wir können ihnen nicht helfen. Und ihr seht schon oben, wenn ich jetzt nach links oder rechts gehe, dann seht ihr auf dem rechten Symbol oben erscheint dann so ein Punkt. Das heißt, dieses Attribut wird davon beeinflusst. So, und Winterfell geben wir natürlich Geld, weil Winterfell ist cool. Lady Sansa wird vom Volk geliebt. Ein starkes Bündnis mit dem Norden kommt uns zugute. Das ist schön. Ja, Sansa ist richtig cool. So, jetzt mag uns unser Volk nämlich noch mehr. Genau, also das, jetzt werden hier gerade die Interessen da vorgestellt. Das Volk, ganz rechts ist das Geld. Das ist der Glauben. Klar, Religion. Helft uns, den Glauben an die 7 zu verbreiten und wir sorgen dafür, dass dieses Bündnis gut aufgenommen wird. Ashtar Krug, der hohe Septon. Der hohe Septon ist immer behindert, ich mag den überhaupt nicht. Ich werde darüber nachdenken, aber erstmal mag ich euch nicht. Dort war es. Mein bescheidener Rat, gebt Priester nie irgendetwas von eurer Macht ab, sie werden sie irgendwann gegen euch verwenden. Ach, das ist Macht und nicht Kriegstreiberei. Da hast du recht, Lord Varys. Ach, das habe ich gehört. Meine Liebe für die Krone ist so rein wie die Jungfrau. Ja, und so sind dann die Interessen natürlich auch anders. Dass ihr die Religion es natürlich nicht so gut findet, wenn oder der hohe Septon es nicht so gut findet, wenn ich zu viel Macht habe. Aber erstmal, ja, hier. Ein Goldrock stürmt in den Saal des kleinen Rats. Oh, verzeiht die Störung, euer Gnaden. Aber eine Menschenmenge versammelt sich vor dem Bergfried. Was, das kann doch nicht sein. Und warum ist sie da? Sollen wir vielleicht hinausgehen und sie fangen? Lasst uns den kleinen Rat vertragen. Und sie fragen, nicht fangen. Ja, fragt sie. Ihr begebt euch zum Tor und sprecht mit der Menge. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo, ich bin König Dizzy. Was wollen Sie? Ach, das ist sogar eine kleine Story hier, ja? Das ist ja mega cool. Ich glaube, das ist sogar noch cooler als auf dem Handy. Gepriesen sei Daenerys an ihrem Namenstag. Ja, ich habe Geburtstag. Ich winke und lächle. Meine Macht sinkt, aber dafür ist das Volk jetzt wieder besser gestimmt. Das ist doch toll. Warum sinkt dadurch meine Macht? Weil ich Schwäche gezeigt habe durch Winken? Ich hätte die alle umbringen sollen. Nein. Wenn wir schon eine Menge vor dem Tor haben müssen, ist das wohl die beste Form. Alles Gute zum Namenstag, Daenerys Sturmtochter. Danke, Lord Tyrion. Ihr seid eine gute linke Hand. So, und jetzt haben wir schon ein Jahr überlebt. Ist das nicht super toll? Unten links seht ihr das.
Ich hatte einen verstörenden, lebhaften Traum. Die weißen Wanderer marschieren in die sieben Königslande ein. Oh mein Gott, verstärkt die Mauer! Oh, meine Königin, verzeiht die Störung, aber zwei dringliche Raben sind eingetroffen. Einer vor den Mauern, der andere aus Meereen. Die Mauer? Das muss doch John Schnee gewesen sein. Ich habe die Nachrichten gelesen und muss euch bitten, euer Drachenblut zu beruhigen, nicht übereilt zu handeln. Aber John Schnee, ich liebe ihn doch. Lasst mich die Briefe lesen. John Schnee wird mit der Hälfte der Grenze jenseits der Mauer vermisst. Wir haben die Toten gesehen. Schickt Hilfe! Sagt der gute Samuel. So, so. Okay, ich mach mich da mal auf den Weg, nicht wahr? Ich muss meinem John retten. Meereen ist gefallen. In diesem Augenblick hämmert Verräter ans Tor. Werde ihn bester Gastfreundschaft erweisen. Dario Naharis. Weiß ich gar nicht, wer das ist, to be honest. Dieser Nare. Gerade passiert irgendwie gar nicht. Ihr schleicht euch in einem schmalen Gang hinter den schwarzen Zellen durchs Dunkel. Oh mein Gott. Okay, also wir können jetzt Drogon aufwachen und Dracarys rufen. Dadurch tötet er da dann natürlich alle in dieser schwarzen Zelle. Drogon, jetzt wach doch endlich auf. Warum wacht er nicht auf? Als ob ich ihn... Okay, Dracarys! Aber... Dadurch speit er doch Feuer, das ist doch scheiße. Etwas regt sich in Drogon. Auf euren dringlichen Befehl hin speit er eine Feuersäule und zerstört seine Ketten. Ah, nur seine Ketten. Ich dachte, er tötet da jetzt alle in der schwarzen Zelle. Da hätte ich mich gar keinen Bock drauf. Ich bin ein guter König. Nein, bleibt! Bitte bleibt! Oh, ihr verrückte Drachenkönigin! Hört ihr nicht auf meinen Rat, wenn euch etwas zustößt! Ich habe keine andere Wahl! John muss gerettet werden! Sagt ihr mir wenigstens, wohin ihr aufbrecht? Na, zur Mauer, um John zu retten, habe ich doch schon gesagt. Die Mutter der Drachen kehrt nie nach Königsmund zurück. Toll, das war anscheinend falsch. Wir haben unsere Macht abgegeben, weil wir John retten wollten und jetzt haben wir verkackt. Toll, danke. Super! Und ja, immer nachdem man verloren hat, stehen unten neue Ziele. Zum Beispiel, jetzt hört eine Bitte aus dem Norden an oder begegnet den Piraten oder wohnt Cerseis Prozess bei. Oder? Oder? Drogon scheint mit dem Horizont zu verschmelzen. Die Vision tritt langsam in die Flammen zurück. Das Feuer prasselt angenehm. Was auch immer das heißen soll. Ich verstehe nicht. Daenerys ist vom Blut des Drachen. Sie würde nicht fliehen. Melisandre, was sehen deine Feueraugen? Herr des Lichts, ich würde deine Macht nie anzweifeln. Dein Plan ist perfekt. Fehlerhaft ist nur mein Verständnis. Wenn Daenerys nicht der wiedergeborene Azor Ahai ist, wer dann? Tyrion Lannister? Welch kühne Idee. Das Feuer zuckt und tanzt und das narbige Gesicht von König Tyrion erscheint in den Flammen. Okay. Man kann hier mehrere Leute spielen, oder was? Okay, dann spielen wir jetzt mal als Tyrion. Warum nicht? Lang möge er herrschen. Okay, also wahrscheinlich muss man hier dann doch ein bisschen Wissen zu Game of Thrones haben, um mit der Story überhaupt klar zu kommen. Okay, wir sehen jetzt Tyrion, ein kleiner Bastard, im besten Sinne des Wortes. Warum hast du mich gewählt, in deiner Hand zu sein? Du weißt, dass ich keine erübrigen kann. Ist das ein Scherz? Das ist witzig, weil Sir Jaime hat eine Hand verloren. Hahaha. Allerdings ein guter Scherz. Hahaha, ist das nicht witzig? Dein Witz wird dich eines Tages umbringen. Das weißt du, ja? Ach, Jaime, sei doch nicht so. Die Dothraki Königin hätte dich nicht hier lassen sollen. Das Volk will dein Tod. Ich verzeihe dir nicht. Lass dich aber nicht sterben. Vielen Dank, mein Bruder. Du bist ein wahrer Freund. Zwei Brüder beschützen das Reich. Ein Krüppel und ein Kobold. Königsmörder und Vatermörder. Werden Barden Lieder über uns schreiben? Ach was, wann spielt denn das jetzt eigentlich? Wenn er jetzt schon Vatermörder sagt, dann ist das ja locker schon nach Season 4 oder so. Keine Ahnung. Besser als die bisherigen. Geld. Ja, Leute, habt ihr schon Game of Thrones geguckt? Sag doch mal. Und wie weit? Und vor allem so. Die Unbefleckten haben sich um unsere Feinde geschart. Sie plündern den Westen. Sie plündern den Westen? Dann verteidigen wir den Osten. Macht überhaupt keinen Sinn. Egal. Es wird erwartet, dass ihr an der heutigen Gedenkfeier für die Opfer der großen Septe von Baelor teilnimmt. Niemals. Scheiß Sekte. Das sag ich immer noch. Steh von Schwarzgitter. Das gemeine Volk. Hunderte Dorfbewohner von der Eng sind in die Flusslande ausgewandert. Ich fürchte, sie werden Banditen, wenn nichts geschieht. Ja, gibt ihnen Nahrung und dann geht's dem Volk wieder gut. Möchtet ihr den neuen Großmeister loswerden? Dafür kann ich ohne großes Aufsehen sorgen. Nein, will ich nicht. Weil unser Septenkram da ist schon voll weit unten. Es wird immer Dinge geben, die Löcher in die Staatskasse reißen. Ich empfehle, vor größeren Ausgaben meinen Rat einzuholen. Okay.
Oh, die Sahne sind wir begegnet. Wir haben sehr gelitten. Unsere Männer sind tot. Die Zukunft unseres Hauses ist ungewiss. Helft uns herauszufinden, wo Edmure ist. Nein. Wer ist Edmure? Wir verlangen Gerechtigkeit. Das Fleisch, das wir kaufen, ist ranzig und ganz bestimmt nicht vom Rind. Was? Katzen? Von Katzen? Das ist ja noch schlimmer. Dann bestraft die Metzger. Die Dothrak, die wenden sich gegen uns. Okay, dann verteidigt Königsmund. Oh, das sieht aber gerade sehr schlecht aus. Unser Volk leidet. Ein kluger Schmied aus der Eng hat eine neue Rüstung entworfen. Viel leichter und stärker als unsere. Wir müssen sie haben. Quatsch, müssen wir nicht. Alles easy. Ein Pulk Bauern hat den Lord von Silberhügel gestürzt. Ich fürchte, Aufruhr wird sich rasch verbreiten, wenn wir nicht hart reagieren. Verhandeln wir. Für Nahrung und Land wird eine Waffenruhe ausgehandelt, aber euer Gesandter befolgt das Gesetz. Die Rebellen werden trotzdem in Ketten gelegt. Na toll. Aber ich glaube, das war die einzig richtige Entscheidung. Wir müssen halt mal unser Volk hier ein bisschen besänftigen. Die Rebellen haben ihren Lord getötet. Das Gesetz ist da eindeutig. So etwas wird mit dem Tode bestraft. Ja, aber dann ist doch mein Volk wieder doof. Na gut, ich bin einverstanden, damit meine Macht ein bisschen höher geht. Lord Syrith hat unsere Frauen vergewaltigt und uns im Winter hungern lassen. Wir bereuen nichts. Achso, das sind die Rebellen hier, oder was? Ihr seid ganz schön mutig. Ich mag euch. Ich bin stolz auf euren Tun und nehme jede Strafe an, die der König befiehlt, sei es auch Folter oder Tod. Wenn ihr darauf besteht, okay, wir können ihn töten oder nicht. Ich werde ihn nicht töten, warum? Alles easy. Der Mut des Rebellenführers beeindruckt euch, ihr schiebt den Vollzug der Strafe auf. Ja, ich bin ein gnädiger König. Euer Gnaden, das Volk ist in seinem Leid widerspenstig geworden, ihr müsst euch barmherzig zeigen, um seinen Zorn zu besänftigen. Na gut. Eine einfache Geste könnte genügen, um die Unruhe aufzumindern. Und wie genau? Wir vermuten, dass die Hexenmeister von Kaat versuchen, euren Anspruch auf den Thron zu untergraben. Aber warum? Sie glauben, die Invasion der Wanderer im Westeros sei eine perverse Art der Bevölkerungsregulierung. Okay, wir geben Geld aus, um meine Sicherheit zu verbessern. Ist in Ordnung. Wir bemühen uns, alles für die Sitzung des Kleinen Rats zusammenzubringen. Ich kann nicht warten, mach doch bisschen schneller, ja? Meine Sicherheit ist wichtig. Okay, wen wollen wir jetzt haben? Wir können entweder den diplomatischen Weg gehen, wir können Projekte anleiten, wir können weggehen, okay, oder Gerüchte verbreiten. Ich bin Tyrion der Tolerante und deswegen bin ich natürlich für Diplomatie. Sicher, wir könnten unsere strategische Planung überdenken, wenn ihr erlaubt. Klar, macht das. Mit welchen unserer Gegner möchtet ihr sprechen? Graufreud habe ich noch gar nichts von gehört. Die Unbefleckten sind, oh Gott, Dothraki sind schon irgendwie die heftigsten, aber mit den Dothraki kann man halt überhaupt nicht verhandeln. Und mit den Unbefleckten aber auch nicht. Wir reden mit den Graufreuds. Es sind noch die diplomatischsten von denen, die da genannt waren. Für eure Diplomatie habe ich nichts übrig. Ich werde den eisernen Preis bezahlen und mir nehmen, was mir gehört. Das denkt ihr, aber ihr braucht mein Geld. Ironisch und verbittert. Meine Bedürfnisse sind größer als das Sommermeer. Ich bezweifle, dass ihr sie je befriedigen könntet. Dann lassen wir es darauf ankommen. Lord Vernon? Neugierig und lässig. Also gut, hier ist mein Angebot. Achso, so ist er drauf. Er ist neugierig und lässig. Gebt mir ein Amt an eurem Hof und die eiserne Flotte gehört euch. Ja, dann werd mal groß, Majester. Ich mach das jetzt so wie meine Schwester. Haha, ich kenne kreativere Verwendungszwecke für Metallketten. Überrascht mich, zeigt, dass ihr mich versteht. Okay. Er ist weg, was sollen wir unternehmen, was ihn betrifft? Wie, er ist weg? Ja, wir bieten ihn ein Amt an. Ein Amt? Ihr schlagt doch sicher nicht vor. Doch klar, er wird Meister der Münze. Ihr stellt schnell fest, dass der neue Meister der Münze nur eines gut kann, die Schatzkammer plündern. Auch der Krieg mit den Eiseninseln geht weiter. Ja, die Graufreuds sind halt auch irgendwie kacke. Warum? Ich mache einfach genauso alles, was in der Serie auch passiert ist. Richtig dumm. Ich würde gerne etwas Seefeuer aus den königlichen Beständen kaufen. Ja klar, nimm ruhig. Und verbrenne die Unheiligen. Wir haben nicht genug Silber, um Münzen zu prägen. Wie wäre es mit einem System von Wertmarken aus Papier? Nein, das ist ja so ein Schwachsinn. Wertmarken aus Papier. Wer denkt sich denn sowas aus? Wir bleiben schön bei unseren Münzen. Wir sind die Rebellen von Silberhügel. Wir bringen den König Tribute in der Hoffnung, dass unser Anführer freikommt. Nein, Mann. Ich behalte euren Anführer. Muss ja meine Macht hier beweisen. Ein Vasall erhebt auf örtlichen Straßen Zölle und auch noch einige Handelsangaben. Wollen wir das hinnehmen? Nein. Oh, Janja hat die Zwillinge gesprengt. Sie hat überall auf dem Boden Seefeuer verteilt. Die ganze Burg ist nur noch Schutt. Hat sie gut gemacht. Was? Das kann doch nicht sein. Wie konnte sie es wagen? Sansa!
Ich konnte den Schlupfwinkel der Freys nicht stehen lassen. Sie haben jeden und alles verraten, worauf es ankam. Und warum habt ihr es in Wirklichkeit getan? Die Zwillinge waren den Norden immer ein Dorn im Auge. Jetzt kann der Süden nicht mehr bei uns einfallen. Ach so, na dann. Jetzt beginnt eine weitere Sitzung des Kleinen Rats. Kann es losgehen? Ja. Okay, oh Mann, das ist echt anders als auf dem Handy hier. Man muss immer sagen, was man machen möchte. Okay, wir wollen ein paar Projekte vorantreiben, nicht wahr? Ihr möchtet über unsere Projekte für die Hauptstadt sprechen? Das ist korrekt. Was wollen wir denn mal machen? Wir wollen ein Bordell haben. Das passt zu Tyrion. Kleinfingers Bordell soll wieder eröffnet werden? Natürlich, das ist möglich. Gut, das machen wir so. Bordelle sind immer gut. Seltsame Neuigkeiten, eurer Gnaden. Wir haben zwei Botschaften aus Kastelstein erhalten, in Abstand von 5 Minuten. Na dann, lass mal hören. Euer Anmaßen Haushofmeister hat sich zum Lord von Lannisheart erklärt. Er behauptet, die Burg eingenommen zu haben. So, was habe ich? Ein Haushofmeister? Ist ja sehr interessant. Erinnert ihr euch an euren wehleidigen Cousin, den dem Führen der Bücher bestenfalls mittelmäßig ist? Nö, sagt mir nichts. Wer soll das sein? Die zweite Nachricht ist noch sonderbarer. Sie besagt, alles sei gut, das Volk sei zufrieden und ihr müsstet keinesfalls vorbeikommen. Da stimmt doch was nicht. Ich gehe da sofort hin. Trotz der familiären Bindung zu Kastelstein muss ich daran erinnern, dass es derzeit dringlichere Angelegenheiten gibt. Da hast du recht. Ich bleibe hier. Meine Freundinnen und ich brennen darauf, unseren guten König die 1000 Bedeutungen des Wortes Freude beizubringen. Ja, bitte, bitte. Bitte ein bisschen Freude. Scheiße, das war zu viel Glück. Ein Schmerz, nicht von äußerster Freude zu unterscheiden, durchschießt eure Brust, als euer Herz seinen Kampf zufrieden aufgibt. Okay, das war anscheinend eine Ninjerin oder eine Meuchelmörderin. Hat die mir diesen komischen Todeskuss gegeben, den es in der Serie auch ein paar Mal gab? Wir sind an zu viel Freude gestorben. Der König ist tot! Aber 19 Jahre regiert, ist doch gar nicht so schlecht. Ja, das war dann aber jetzt eine kurze Folge mit Wayne's. Ist ein bisschen komisches gewesen. Und ich weiß nicht, wie sehr ich halt auf GOT wirklich eingehen soll. Also man muss auf jeden Fall Hintergrundwissen haben zu GOT, um hier ein bisschen klar zu kommen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Auf jeden Fall interessanter. Aber ja, auf jeden Fall eine kleine Folge hier für zwischendurch. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.